Ja, hallo, ich bin der Reinhard. Als Musiker nenne ich mich Reinhard, weil ich ja jahrelang auch gern Leder schnitzen tun und mit Leder arbeiten tun, nennt man mich auch der Lederreini. Ich will da eigentlich kein Tutorial machen. Für mich ist das fast ein bewegender Moment, dass ich es nach über 4, 5 Jahren, wo ich jetzt da bin, eine Musik machen, geschafft habe, eine Screen Capture Software zum Testen. In dem Fall habe ich jetzt einmal die Microsoft Expression Encoder 4 getestet. Ist eine Freeware, besteht aus einer Capture Software und einem Encoder. Das Mikro knackst, erkläre ich, der Ton ist nicht ganz optimal, wenn der Hörer. Es läuft auf Basis von Silverlight. Das ist ein Pendant von Flash Player, könnte man sagen. Und in der Freeware gibt es WMV-Datei raus. Und im ersten Teil verwende jetzt der Test einmal, um euch anhand von einem Stück einmal meine Arbeitsweise ein bisschen vorzustellen. Im zweiten Teil würde ich euch vielleicht sagen, wie ich das mit Visual gelöst habe, dass ich meine eigenen Visuals kombiniert, zum Teil zu Sounds, zum Live-Set dazu mache. Bevor wir zum Stück kommen, sage ich euch gerade noch kurz mein momentanes Set, wie ich das hergerichtet habe. Unverzichtbar bei Musik machen ist für mich ein kühler Drink. Wer das Rezept wissen will, kann mich einmal fragen. Das ist der Blofeld. Dann als Piano Roll verwende ich der Elesis Q49. Endlich habe ich den APC 40 Controller. Da liegt gerade noch mein entworfenes Logo aber. Für meine Live-Performances war es da vorhanden zum Wahr ein unverzichtbares Teil. Die neueste Erwerbung von mir ist der Akai MPK Mini, ebenfalls gedacht, um im Live-Einsatz eingesetzt zu werden. Der hat da 2x8 Pads zum Belegen, da zum Umschalten. Die Knöpfe sind frei belegbar und da kann man Oktav herunter und hochschalten. Computer ist ein Hofer-Computer von Medion. Er hat mich bis jetzt nicht im Stich gelassen und bin so wie zufrieden. Da liegt ein Looper. Da kann man Gitarre, könnte ich eine Bassline aufnehmen, den Looper laufen lassen und mit der Gitarre-Solo oder rhythmisch weiterspielen. Da habe ich einen Mixer, ist eigentlich ein Spleen von mir, damit ich manchmal ein bisschen lauter Musik hören kann. Läuft mein Sound durch den Mixer über die Gitarrenverstärker da im Hintergrund, den bumst den ziemlich hörige der Bude. Das Interface ist ein Lexicon Alpha, bietet mir genau die Anzahl von Eingängen, die ich für mein Setup gebrauche. Da habe ich noch eine Akustisch-Gitarren-Effektgerät. Und obwohl ich in der glücklichen Lage bin, zu jeder Tages- und Nachtzeit Musik zu machen, brauche ich das Teil zwar nicht so oft, aber ist doch immer wieder im Einsatz ein Kopfhörerverstärker. Dann habe ich zwei wohlgeformte Freundinnen. Eine davon ist meine Ibanez-Gitarre. Also halbakustisch zum Verstärker Buchse. Mein schöner Hund, die Niki. Alter Musikerhund, steht voll auf Musik. Katzen haben sich daran gewöhnen müssen. Und jetzt stellt sie euch noch kurz noch mein Regieassistent und ständiger Begleiter während meiner 4-jährigen Musikkarriere, der Thomas. Ah.
ist meine Sample Library, wie man sieht, habe ich von Sounds of Revolution, BD Packs, einige Wave Alchemy Sample Packs, Vocals, die Reggae Vocal Packs habe ich jetzt das Jahr langsam durchgemacht. Wird Zeit zum selber singen oder jemand finden, der das macht. Da habe ich meine Plugins in Bass-Synthesizer geordnet. Massive habe ich verwende ich die Trial-Version. Dann einen Effektordner geordnet, Filters, Reverb, Delay, Soundeffekte. Denn der große Synthesizer-Ordner, man könnte ihn mal aufräumen, weil es ist viel. Vieles kommt aus der Zeitschrift Beat. Ich habe da angefangen zu einer Zeit, wo Beat noch relativ viel Freeware angeboten hat. Und das ist mir zu meiner Anfangszeit natürlich sehr gelegen gekommen. Ja, jetzt ist es für mich auch eher eine, das Bravo, die Bravo-Zeitschrift der Musik. Wenn ich ein Stück anfange, beginne ich immer in der Session View. Ich sehe, bei einem Stück habe ich relativ wenig vorbereitet und bin gleich in den Arranger gegangen. Wenn ich das Drumrack gefüllt habe, resample ich meistens verschiedene Variationen von Percussions, richte sie mir gleich her. Das Ganze bietet mir auch die Möglichkeit, gleich das Ganze in so einer Art DJing-Situation zu testen. Und wenn ich mich gut genug fühle und der Tag richtig ist, entscheide ich mich dazu, in den Arranger zu gehen mit diesem Material. Ich denke, es ist am besten, ich gehe nur kurz mal die Spuren durch, zeige euch, was ich verwendet habe, vielleicht welche Noten wie der Bassline vorkommen und dann lasse ich das Stück einfach mal laufen für euch. Gig habe ich aus einem Wave Alchemy Pack genommen, wie sie, etwas Ecuing gemacht, Gig Reducer. Die Bassline besteht aus einem Dune BE, da bin ich von einem Preset ausgegangen, dann schraube ich noch etwas selber herum. Mit dem Operator habe ich den Sub gemacht. Da habe ich noch einen zweiten Oszillator dazu geschalten mit einer Square Wave, weil es so ist, dass man auf billigeren Boxen einen Sub mit etwas quer einfach besser wahrnimmt. Ja, dann das Drumrack mit ein paar Samples gefüllt. Ein Teil, das ich immer gern beim Snare verwende, es kommt aus dem Korpuseffekt, ist das Punchy Snare. Für Bass eignet sich da Sub-Boom gut oder für Sub. Da kann man eben das Snare selber die Tonart einstellen. Ja, ich analysiere auch zuerst die Tonart des Kicks und damit ich schon weiß ungefähr, wo ich bin, dass das besser zusammenkommt. Das ist das Closed Hi-Hat. Ein Setterator, immer Closed Hi-Hat oder um Hi-Hat mehr Obertöne zu verleihen, eignet sich ein Setterator ganz gut. Dann kommen Percussions, da habe ich zwei Audio-Loops verwendet von Wave Alchemy. Hier sind die Keys. Um sicher zu geben, habe ich diesmal die Scale verwendet, weil ich habe, glaube auch, nein, kein Arpeggiato, ein Hall Simple Delay Kompressor. Dann kommen da noch Bells vor beim Intro. Hier habe ich auch selber gebastelt. Und jetzt lasse ich das Stück einfach mal laufen und manche Spuren werdet ihr das ja dann solo hören. Da bin ich wieder. Wie ihr gehört habt,
ist in der Früh wäre die Aufnahmezeit bei 10 Minuten begrenzt. Wenn man eben ein längeres machen will, muss man das halt zusammen schneiden. Ich würde es wahrscheinlich im Windows Movie Maker lösen. Okay, ich lasse jetzt das Stück einfach mal laufen und klicke das ein kleines durch. I was totally expecting to see demons and bondage stuff. This is hell, Dante, not your personal fantasy. Not your personal fantasy. This is hell, Dante. Security breach. This is hell, Dante. Security breach. Thank you.
Thank you.